Was für eine Art Habe ich Hackshepik hier. bevorzugst du denn? Ja, ich zock meistens mit Honeyball. Früher habe ich mal Misa benutzt, aber da sind mir die Cobblestone, ne, doch, die Cobblestones sehen mir bei Misa zu schlimm aus und deswegen kann ich das nicht benutzen. Du kannst auch einzelne Texturen austauschen, ne? Ja, aber das ist mir dann wieder zu viel Arbeit. Dann lieber ein komplettes nehmen, was akzeptabel ist und gut ist. So, wollen wir uns mal eben hier so eine provisorische Brücke, ach, was laber ich eigentlich? Also wenn ihr meine Hilfe für irgendwas braucht, dann sagt ihr schon Bescheid, oder? Ja, ich sag ja immer, wenn irgendjemand was machen kann. So. Wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir gleich dann noch ein bisschen Höhlen erforschen gehen. Schatz, könntest du die Truhen dann mal nach unten verlegen? Bin ich der Thronjunge, oder Ja. was? Bist der Thronjunge? Ich bin der Thronjunge. Hast du eine eigene Toilette, oder was? Dein eigener Thron. Ja. Also, brauche ich aber einen richtigen, oder? Der ordentlich was aushält. Ordentlich. Ja, bei dir muss er auch was aushalten, die Ja, ordentlich Toilette. Zündstoff. Das sage ich dir aber. Da geht schon so manche Schüssel, da hat schon so manche Schüssel einen Sprung, ey. Du musst aufpassen, dass du keine Löcher reinmachst. Es läuft raus, sondern das. Ja, es Ja, das geht ist ein mir schon ein paar Sauer Mal rein. passiert, das ist jetzt. Gut, das sind halt so tägliche Probleme eines Kornhuhns. Diese Höhe müsste es. Es stimmt dann auch noch Holz. Muss Holz klopfen gehen. Ach ja. So. Tut weh, wenn ich darunter falle. Autsch. Schatz, was machst du gerade? Ich warte auf dich, bis du mal sagst, wo ich die Kisten hin tun Ich habe schon soll. wieder ein Wasser weggemacht. So. Ja, tu die so an die Wand drapieren, wie du das sonst auch immer machst. Wenn ihr euch so, das ist optimal, da bleibt frei. Das bleibt auch frei. Optimalste Sache. Da Kohle gefunden, die kannst du Ich jetzt dann finde wieder reintun. es super gut. So. Finde es super gut. Ach ja. Es nimmt Gestalt an. Findet es bestimmt gleich voll hässlich. Ah. Seid ihr noch da? Ja. Schweigendilemma hier. Deswegen musst du mehr uns Ja. unterhalten. Ich muss euch unterhalten. Ja. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ah. Hast du denn im Let's Play so angefangen? Warum hast du angefangen? Das weiß ich selber nicht so genau. Bereust Nee. du es? Ja, ich möchte wieder aussteigen, weil dieser Sekte ist so hart. Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es gibt ja viele, die dann sagen, ja, mich hat der und der inspiriert oder ich hab mir das angeguckt und hab dann gesagt, ich will das auch machen. Das war bei mir gar nicht so. Ich hab bis heute sogar viele Let's, also ich, für mich gibt es nicht viele Let's Player, die ich wirklich gerne schaue. Weiß auch nicht so genau. Ich habe mit dem Let's Play angefangen, weil ich halt einfach wieder Lust hatte, mal wieder so alte Spiele zu spielen. Super Mario World, ich hatte Lust, mal Hex zu zocken. Und die hätte ich ja einfach nur für mich zocken können, aber ich hatte halt auch Lust, einfach mal ein bisschen Müll zu labern.
Und dann dachte ich mir, machst du das einfach mal. Ich habe natürlich vorher auch schon was gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann irgendein Beispiel genommen habe oder irgendeinem als mein Vorbild hatte. Es war eher nicht so. Ich weiß auch nicht. Wie war es denn bei euch? Hattet ihr sowas? Ja, also ich habe überhaupt nichts mit Let's Plays am Hut gehabt und der Chris hat halt immer Let's Plays geguckt und ich habe immer gesagt, oh, was guckst du da für Müll? Und dann habe ich irgendwann mal von Gronkh dann ein paar Folgen Minecraft geguckt und dann hat mir das so gut gefallen und das Spiel Minecraft fand ich interessant. Dann habe ich uns das gekauft über PayPal, weil ich habe PayPal und mein Freund ja nicht. Und dann haben wir das gespielt und dann habe ich die Lori auf gefunden. Ja. Und ja, dann hat mich das halt, fand ich das toll, dass halt auch so eine Frau so Let's Plays macht, weil ich ja nur den Gronkh vorher kannte. Und dann habe ich gedacht, das kannst du doch bestimmt auch. So, und dann habe ich einfach angefangen mit meinem normalen Headset erstmal und mit ja, dem Headset vom Chris. Und ja, dann irgendwann kam die, habe ich die Mata kennengelernt und die hat dann mir aufgeschwatzt, mir mal ein neues Headset zu kaufen und deswegen haben wir ein neues Mikrofon zu kaufen und deswegen haben wir ja jetzt das Mikro, was der Chris gerade benutzt. Ja, wobei ich das ja eher was in die Truhe hingetan. Die kommen jetzt nach unten. Wobei ich das. Achso, ich bräuchte irgendwas zu futtern. Ah, okay. Hier ist es schon. Ja, wobei ich das ja eher nicht so. Ja, feier unterstützen. Ja, unterstützen. Machst du nicht, aber. Also, es ist jetzt ja voll im Trend, dass man sich irgendwie Mikros kauft. Und dass man irgendwie voll auf Qualität achtet und jeder Pixel, der muss immer schön hochauflösend sein und so. Ja, das ist halt das Problem, dass du dich ja von den anderen Leuten abheben musst, weil es ja so viele gibt. Das ist jetzt Ja, nur, weil es so also viele ich lade gibt, zwar auch weißt in, klar, ich lade auch in 720p hoch, aber das nicht, weil ich das unbedingt haben möchte, sondern weil es bei Sony Vegas dann einfach in dieser Auflösung. Ich kann in Sony Vegas nicht 480p rendern. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und von der Dateigröße ist das alles so in Ordnung. Deswegen mache ich jetzt 720p. Aber keine Ahnung. Ich finde es bei einem Let's Player halt nicht wichtig, ob er jetzt die beste Qualität hat, ob er jetzt irgendwie ein Mikro hat, wo man kein Nuscheln hört oder kein Furzerchen oder so. Naja, es ist ja wohl eher der Unterschied. Also, das, bei einem guten Mikro hörst du alles und bei einem schlechten nicht. Schatz, könntest du mal mit deinem Hund aus der Ecke raus? Ja gut, aber bei den guten Mikros hast du dann auch einen Popschutz vor und dann kommt kein Set, was irgendwie zu klingt oder kein Ja, darauf was achte ich jetzt also auch klingt. nicht. Ja doch, das ist schon. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, warum ein Headset sich irgendwie schlechter anhören sollte. Ja, das liegt halt an der Qualität des Mikros. Also man hört da schon die Ja, Unterschiede. natürlich, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ein Headset oder ein Mikro, wenn du dir da zwei Aufnahmen machst, das ist doch ein so kleiner Unterschied. Das glaubst du gar nicht, was das alles für ein Unterschied ist. Also du hörst das ganz deutlich bei mir, wie sich die Qualität verbessert hat, seitdem ich ein richtiges Standmikro habe. Das ist ein Ja, unheimlicher aber Unterschied. da. Du hörst sie vielleicht ein bisschen klarer an oder so, aber an deiner Stimme Doch, allgemein ändert das nicht doch, sehr doch. viel. Ich habe ja über mein 20 € Außerdem, Headset aufgenommen und da klinge ich echt richtig ja. blechern. Ja, mir fällt sowas nicht auf, ich achte nicht auf Das sowas und muss ich man finde halt. sowas nicht wichtig. Mit der Zeit hört man das halt. Am Anfang dachte ich auch, dass es Und unwichtig ist, aber dann habe ich halt mit der Zeit das selber rausgehört. nee, also nee, mir ist für mich ist sowas nicht wichtig. Entweder mir gefällt das Ding an sich oder dann halt nicht. Was ich ganz schlimm finde, ist Dann rauschende Leute. ja, ich hoffe, dass man bei mir jetzt kein Rauschen hat, weil mein PC ziemlich laut Nee, ist. nee, das geht ja eher darum, dass man halt rauscht, wenn man, Ja, die Rauschunterdrückung nicht ja, anmacht. genau. Das hatte ich in meinen ersten vier. Das war sehr cool. Können wir mal eben schlafen gehen, weil ich kann nicht raus. Ja, wie gesagt, wir sollten auch noch mal in die Höhle gehen. Ach, Kacke. Ja, ich bin sofort fertig.
Nee, aber wie gesagt, also für mich ist es wirklich wichtig und ich. Also entweder mir gefällt das Ding an sich oder mir gefällt das Ding nicht an sich. Und dann ist es mir egal, ob die Person. Die kann dann natürlich auf Qualität achten und natürlich macht das vielleicht ein bisschen besser. Aber bei mir kann man da keine Pluspunkte mitsammeln. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die darauf achten. Aber ja, verstehe ich jetzt nicht so wirklich, warum. Ja, also meine Devise ist immer, dass man halt versucht, eine gute Qualität anzubieten, um sich halt von anderen abzuheben. Meistens hebt man sich vor allem von den Jüngeren ab, weil meistens die Jüngeren das nicht so hinbekommen, so eine gute Qualität zu liefern. Yeah, Leute, da habe ich wohl ein Disconnect und deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz hier in der Aufnahme. Gucken mal, was jetzt im TS passiert. Okay, unser Internet ist wieder da. Disk? Was ist das denn? Ah, hallo. Wir hören dich ja auch die ganze Zeit. Ach, ihr habt mich die ganze Ja. Zeit gehört. Ja. Ich euch aber nicht. Warum, weiß ich nicht. Gut, da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen. Es geht wieder weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Ja. Da kann man sich damit irgendwie. Was machst du da? Sag mal. War's Witz. nicht. Nein. Klar kann man sich davon irgendwie abgrenzen von irgendwelchen anderen, aber. Natürlich muss Ja, auch der Rest also. stimmen. Qualität alleine bringt's nicht. Man muss halt auch schon interessantes Commentary Wenn haben. mich jemand nicht abonnieren will, weil ihm meine Qualität oder weil ich besseres Mikro brauche, damit er mich guckt, dann braucht er mich auch nicht gucken. Dann kann er auch einfach gehen. Also sowas ist mir wirklich völligst egal. Ich finde, das ist immer so ein Bonuspunkt, wenn man halt dann besonders gute Qualität liefert und halt auch ein gutes Mikro hat, Ja, dann es gibt kommt aber das auch. auch ganz anders rüber mit den Let's Plays. Ja, ich finde es nicht so. Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist halt, dass es jetzt so viele gibt, dass man sich halt irgendwie abheben muss. Und das ist halt so Klar, ein Punkt, ne? wenn man relativ groß als Let's Player an sich schon ist, dann würde ich das vielleicht sogar auch noch also wenn ich jetzt irgendwann ein großer Let's Player sein würde, würde ich wahrscheinlich auch darüber nachdenken, wie ich meine Qualität an für sich verbessern kann. Aber so als kleiner, ich finde es für kleine Let's Player finde ich einfach nicht. Wenn ich einen neuen Let's Player sehe und sehe, dass er irgendwie in seinem ersten Part erzählt, dass er mit dem Mega Mikro Ja, das finde ich auch aufnimmt affig. und auf 1080p und Ja. Original rendert, dann gucke ich mir das schon aus Prinzip eigentlich gar nicht an und feiere es auch nicht. Weil ich's. Das ist halt alles nur. Das ist halt alles nur so oberflächliche Kacke, die nicht wichtig ist für ein gutes Let's Play. Ja, das steht ja gar nicht außer Frage, dass man auch ein bisschen was können muss, dass das läuft. Ja gut, das sieht jetzt nicht optimal aus, was ich hier gebaut habe, aber so in etwa sollte es werden. Sieht doch ganz süß aus. Süß. Das war jetzt, glaube ich, das Beleidigendste, was du hättest sagen können. Was denn? Oh. Das ist aber Du keine bist aber ein Beleidigung. ganz. Jetzt gerade ein Mädel abchecken und dann sagt sie dir, du bist aber ein ganz netter, Also bei mir wirklich. heißt das dann, wir könnten auch ins Bett steigen. Das habe ich zu meinem Freund auch gesagt, dass er netter ist. Ach Ich glaube, du lernst so. nur die falschen Frauen kennen. Ja, wahrscheinlich. Ah, wobei das noch nie eine Frau zu mir gesagt hat. Deswegen ist sie heute ja auch nicht im Bett gelandet, die Frau. Nee. Ach ja. So. Möchtest du keine Türe bei dir einbauen da? Nee, ich. Ich sag immer Schatz und du reagierst immer. Das ist echt unheimlich. Du hast Doch, nicht Schatz ich hab gesagt. Schatz gesagt. Das kam aber nicht durch. Nie im Chris, Leben hast du möchtest Schatz doch, gesagt. das habe ich gesagt. Das können die Leute bestätigen. Nie im Leben. Chris, möchtest du Oh.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Du bringst mich so durcheinander. Oha. Ich bring dich Ja. durcheinander. Oh Mann, ey. Danke. Danke. Aber jetzt der ganz wuschig jetzt, oder? Er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Zweimal Ja. hintereinander. Was hat sie dir? Er hat mir die Türe vor der Nase zugeschlagen. Die Ach Nase so. vor der Tür zuschlagen. Die Nase vor die Tür schlagen. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, ich gehe jetzt hier einfach mal auf meinen Bildschirm ein. Schatz, sollen wir denn dann in die in mal in eine Schlucht gehen oder so? Wenn der Ja, ich bin jetzt Ach, doch der Korn ist fertig und jetzt so fertig viel. mit Bauen. Und was sagt ihr? Ich brauche jetzt im Prinzip nur noch Leitern und so ein Scheiß. Ich finde das schön. Das Aber ist die sehr nett von Creeper-Löcher dir. finde ich nicht so toll. Die Was? ganzen Creeper-Löcher um dein Haus herum, das sind schon zwei Stück. Ja, sag das mal deinem Kollegen, Hat ne? der die gemacht? Ne? Ja, wer Ne. denn sonst? Ne, ich bin unschuldig. Natürlich. Das glaubt dir jeder. Ja, frag mal den Schneemann. Und glaubst du ihm das? Nee, nicht so Ja. wirklich. Siehst Ja. du? Bisschen Ein ungeräumig, Karneval, oder? Ein bisschen klein. Quatsch. Ja, Wenn ich so schon. zu unserem Haus gucke, ist das Nee, es ist einfach nur ein, die kommen hier raus. so ein kleiner, feiner Unterschied, ne? Ja, da kommt ja auch noch hier nach oben und warte doch. Geh mal weg. Kann man noch hier raus, dann kann man hier hoch. Könnte man noch eine kleine Zwischenetage einbauen. Und dann kommt man da nochmal hoch. Hier so richtig schön geschützt. Plattform hier mit Pfeil und Bogen. Wenn sie dich angreifen, dann kannst du hier alles machen. Ist geil, oder? Schon so ein bisschen geil. So, da oben. Nehmen jetzt die Steine für. Das ist natürlich sehr gut. Noch eine Leiterchen. Zack. Was ist das denn? Ist Ist ja tatsächlich geil. sogar. Bam, bam, bam. Habe ich nicht mehr genug an diesen Slabs. Also, natürlich ist es nicht so geräumig, aber ich bin ja auch alleine. Ich bin ein einsamer Krieger. Ich brauche nur groß Fleisch, kalten Steinboden und mein Bett. Tschüss. Aber bevor ich euch endgültig verlasse hier, nehme ich mir noch ein bisschen Essen aus der Truhe. So für die ersten Tage. Okay, wollen wir mal nicht ganz übertreiben. Aber machen wir mal. Ja, so ist es doch fair aufgeteilt. Vor allen Dingen, ich rede darüber, ist auch egal. Komm. So. Was könnte ich denn noch gebrauchen? Fenster? Ja, komm, nehmen wir uns mal so eine Riege mit. Kreide habt ihr schon. Kreide? Eide. Was? Ach Getreide. so, ja. Eide hi, Eide ha. Und einmal dir was dagegen, wenn ich mir hier so eine abstimme. Ja. Wenn ich mich erinnere an Cornel und Minecraft, da verbinde ich das mit seinem schönen Gedicht, was er da gesagt hat für das Ja, Skyblock, wo leider nichts draus geworden ist. was war denn? natürlich nicht. Weil da wieder so Leute Englisch. Ah, okay, ich habe das Gedicht auch in 5 Minuten geschrieben, weil ich dann zum Arzt musste. Aber Aber ein richtig schönes Gedicht geworden. ja, aber. Ach ja, ich bin halt ein sehr poetischer Mensch. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, Cornel fragen.